Video von Kaiser, kann sich Kick einfach Erfolg kaufen? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber das ist der letzte Twitch-Stream. Ich bin auf Kick, folgt mir da. Nein, Spaß. Es muss schon ordentlich was passieren, dass ich mich wieder hinsetze und mal wieder über Kick.com rede. Diese Plattform ist ein Witz. Ihr habt es ja mitbekommen, dass ich Kick.com kurzerhand einen 100-Millionen-Deal für den Streamer leisten kann, den 8 Menschen das verstehen. Das ist krass. 100 Millionen für XQC. No, yeah. I'm a hacker, a bad guy. I've seen some of these documentaries. I ain't building none of that. Hey, the game government ain't no getting the one in the best sample. No, give my 3D. I have no idea what the f*** you're saying right now. Ich habe jetzt alles verstanden. Jetzt werden alle Streamer gekauft, die es überhaupt gibt. Und ich stelle mir die Frage, funktioniert das überhaupt? Ich habe mir gedacht, komm, wir schauen uns heute mal an, was für einen Impact diese Kampagne wirklich hat. Und am Ende freestyle ich wie immer irgendein Fazit. Der Kick.com Takeover, wird er wirklich kommen? Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück bei der besten Seite auf ganz YouTube. Heute geht's mal wieder. Wenn Kick kein nerviges Autoplay wie Twitch hat, dann ist es doch eine gute Idee, kollektiv rüber zu wechseln. Also ich judge nicht. Also ich judge niemanden, der auf Kick wechselt, weil du hast da einen Anteil von 95 zu 5. Überleg mal. Du musst nicht die Hälfte abdrücken. Du kannst einfach 95% deines Gehalts behalten. Das ist schon krass. Und ich verstehe auch irgendwo dieses, ja gut, aber Amazon ist auch nicht so geil. Amazon hat auch Leichen im Keller. Trotzdem, ich persönlich, auch wenn ich der Meinung bin, dass Amazon auch Leichen im Keller hat, finde Stake viel, viel schlimmer. Und ich finde nicht, dass man Online-Casino da so krass unterstützen sollte. Zumal es ja auch ein bisschen heuchlerisch wäre, wenn das Leute tun, die zuvor Skurs und Orange Morange kritisiert haben. Ich weiß, ich oversaturated das, aber es geht mal wieder um Kick.com. Und by the way, ich weiß, dass ich in meinem letzten Video rote Augen gehabt habe, ja? Ich bin allergisch. Außerdem bin ich Part von den Vienna Ganja Haters, ja? Don't add me. Jetzt ist in letzter Zeit so viel Drama rund um Twitch passiert. Generell bezüglich Richtlinienänderungen, Bans und generell. Wenn es danach geht, klingt es nach einer Wahl zwischen Pest und Cholera. Ich weiß nicht, finde ich persönlich nicht. Ich finde, das ist irgendwie, ja, eher so zwischen Erkältung und Grippe. Und Grippe ist schon schlimmer als eine Erkältung. Genereller Lostness, so wie die Rückkehr vom 70-30-Split, aber nur in einer gewissen Marge oder so und verknüpft mit 20 anderen Faktoren, die du erfüllen musst, damit sich ja keine Sau auskennt. Wobei das bei YouTube ja noch viel witziger ist, ne? Jedes Video hat einen unterschiedlichen CPM und ich habe keine Ahnung, woran man das festmacht. Aber du läufst natürlich auch Gefahr, dass ein Video mal nicht monetarisiert ist und du damit gar nicht das Geld verdienst. Weißt du, dein Video ist gelb, aber alle Reactions drauf sind grün. Hashtag Ponyo saved my life. By the way, witzige Statistik. Das hier ist der Umsatz, den YouTube im Quartal macht. Und es gibt einen recht eindeutigen Aufwärtstrend. Ja? Und das hätte ich niemals gedacht. Ich dachte, YouTube geht das mal schlechter. Und nicht immer besser. Warum ich das gesagt habe, keine Ahnung. Vielleicht, weil YouTube so viel Konkurrenz in letzter Zeit hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass YouTube auch mit Shorts nochmal richtig krass durch die Decke gegangen ist. Sogar trotz der Adpocalypse, die im vierten Quartal unter dem Video ist ein Balken aufgekommen ist. Also da hat oh, yo, was ist das? Was ist denn das? Ah, oh mein Gott. Wartet kurz. Okay. YouTube jetzt geht's die Monetarisierungsrichtlinien extrem verschärft. Klar ist das Cash dann kurz ein bisschen eingebrochen, aber es liegt halt daran, dass es Anfang des Jahres war und da ist halt der CPM mega low, ne? Tatsächlich wollen jetzt genau das andere Plattformen für sich nutzen, wie zum Beispiel Rumble, die jetzt gerade die beste Alternative, kann man sagen, zu YouTube ist, mit ihrer coolen neuen Werbekampagne. Da schauen wir rein. Hello, I'm Rumble. And I'm YouTube. Okay. YouTube, why are you dressed like that? Well, I've been seeing a lot of violations in the community lately, so I'm enforcing that. You mean like people not following your policies? Strike one! What if someone tells the truth but it's labeled as misinformation? Strike two! Wow, what if I want to ask questions and have different opinions on things? Strike three! You're out of here! Sehen Sie das? Das ist Scheiße. Meinungsfreiheit! Esse. Der Unterschied ist aber, Rumble gibt es jetzt schon seit über 10 Jahren und wirklich durchgesetzt haben sie sich nie. Aber Kick gibt es seit 7 fucking Monaten. Und von Tag 1 haben sie actually kreative Ideen präsentiert, wie das Creator-Programm, was absolut gestört ist. Jetzt passt mal auf. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt oder nicht, aber der Streamer Trainwreck, der tatsächlich Anteile an Kick.com hat, hat vor 5 Monaten einen Tweet. Meinungsfreiheit in Social Media existiert einfach nicht? Die Sache ist, es gab im Internet schon immer Regulierungen. Also im Internet war schon, also auch im Jahre, das finde ich voll komisch. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt so Leute, die sagen, heutzutage gibt es keine Meinungsfreiheit mehr, weil sie nicht sagen können, dass Hitler ein cooler Typ war und dass der Holocaust nicht real ist, so zum Beispiel, ne? Aber den Holocaust zu leugnen, jetzt als Beispiel, Digga, diesen Kommentar hätte man auch vor 12 Jahren im Internet gelöscht. So, wisst ihr, wie ich meine? Auch damals gab es schon Regulierungen,
um bestimmte Sachen, die nicht so cool waren, zu sagen oder zu schreiben oder Falschinformationen, dies und das. Also, das war damals nicht anders. Und heute sind Regulierungen ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Tweet gepostet, in dem er das schreibt. Wir arbeiten an finanzieller Sicherheit für alle Streamer jeder Größe. Das Leben eines Twitch-Streamers besteht darin, unglaublich viele Stunden zu arbeiten, um Erfolg zu haben. Für alle außer den größten Streamern bleiben diese Stunden unbelohnt. Twitch ignoriert kleine und mittelgroße Streamer und gibt sein Budget über riesige bezahlte Verträge an eine ausgewählte kleine Gruppe weiter. Kleine bis mittelgroße Streamer haben auf Twitch nur wenig kostenpflichtige Möglichkeiten und müssen mit der unfairen Aufteilung der Abonnementeinnahmen und dürftigen Werbeprogrammen auskommen. Heute ändert sich das. Ich arbeite an einem Programm, also nicht ich, das steht da, dass das Budget dessen, was normalerweise für Verträge der größten Streamer verwendet werden würde, über eine Formel verteilt, das ein stündliches Einkommen für alle Streamer generiert. Jeder Creator, egal ob du einen Zuschauer oder 100.000 Zuschauer hast, wird einen Stundenlohn für das Streaming bekommen. Das Creator-Programm ist ein neues Programm, das noch nie zuvor von einer Streaming-Plattform durchgeführt wurde. Was? Ein fixer Stundenlohn für Creator aller Art, ganz egal welche Größe. Das klingt absolut wild und das wäre zusätzlich zu dem 95-5-Split, den du eh schon von den Abo-Einnahmen hast. Wie viel es jetzt genau wäre, hängt anhand von 4 Faktoren ab und das ist A, die Anzahl der Stunden, die du streamst, eine Flatrate basierend auf Kicks Werbe-CPM, deine durchschnittliche Zuschauerzahl, Demografien und Interaktionen der Zuschauer. Hey, bist okay. Du manchmal im Internet? Du weißt schon, der beste Ort der Welt. Dann wäre es eine Schande, wenn du ohne den heutigen Sponsor... Ja. Ich habe das Gefühl, dass Twitch wirklich aufpassen muss, dass sie ihre Monopolposition nicht so schnell verlieren. Also die haben eine Monopolposition, aber Twitch hat in letzter Zeit sehr viele falsche Entscheidungen getroffen und sich sowohl bei Streamern als auch bei Zuschauern extrem unbeliebt gemacht mit einigen Takes. Und jetzt kommt ja auch noch Join Streaming. Ich bin mal gespannt, was das wird. Da haben ja auch der ein oder andere deutsche Streamer hat da ja auch safe einen Deal bekommen. Safe. Twitch sollte ein bisschen an seiner Reputation arbeiten. Angebote, klar, für große Streamer jetzt eh schon gesehen, aber trotzdem immerhin so, das gibt's. Weißt du, was ich meine? Und ich weiß nicht, ob sie das halt jetzt wirklich bringen oder ob sie das irgendwann nochmal durchgerechnet haben, weil rentieren wird sich das niemals, außer du sagst, yo, ich gebe einem Streamer mit durchschnittlich 30 Zuschauern einen Dreiviertel Euro die Stunde. Hast du schon mal ein Angebot von Kick bekommen oder einer anderen Plattform? Nee, habe ich nicht. Also, ich glaube, die kennen mich nicht mal. Ich glaube, Real Talk, ich bin zu irrelevant für Kick. Dann warmen Händedruck. Andererseits zielt Kick sowieso nur drauf ab, Werbung für zu machen. Also, keine Ahnung. Das wäre aber mal der Plan, um die kleinen Streamer anzulocken. Die großen lockt man mit Millionen. Wenn ihr in Richtung Milliarden gehen wollt, dann muss der Hase auch wirklich so aussehen. Bis jetzt hat Kick ja Leute wie Trainwreck, Adin Ross oder XQC geholt. Trag, by the way, wäre es ein Sportvertrag gewesen, der 12. größte Deal pro Jahr in der Geschichte gewesen wäre. Die Millionen kann man ja gerne aus dem Kinderzimmer machen. Und jetzt haben angeblich auch zwei der kontroversesten Figuren im deutschsprachigen Bereich einen Deal von Kick vorgeschlagen bekommen. Das ist zum einen Orange Morange und Mark Forster. Na, obviously Skurrus, aber es ist so funny, Alter. Schau, Orange hat getwittert, 12 Millionen Euro, 2 Jahre at Kickstreaming mit so einem kleinen Unterschrifts-Emoji. Anscheinend glauben das sehr viele Leute aber auch einfach, ich meine, es ist kein Wunder, ja, bei den Beträgen, die at Kickstreaming. Warte mal, Orange Morange soll 12 Millionen Euro bekommen haben, damit er 2 Jahre auf Kick streamt? Mit so einem kleinen Unterschrifts-Emoji. Anscheinend glauben das sehr viele Leute aber auch einfach, ich meine, es ist kein Wunder. Ausgesorgt, aber Seele verkauft für Glücksspiel. Ja, bei den Beträgen, die Gönnung. Kick da so rausballert, so... Weißt? Und als wäre das nicht genug, hat Skurrus am gleichen Tag auch noch den exakt gleichen Tweet 12 Millionen Euro, 2 Jahre rausgehaut. Ja, das wird stimmen. Ganz kurz, wir reden hier von Leuten, die seit Wochen und Monaten gegen Twitch schießen, Content streamen, der teilweise nicht mehr auf Twitch erlaubt ist und bis vor kurzem sogar noch gebannt waren. Außerdem sind die seit Monaten unter anderem auch auf Kick aktiv. So, was ist denn die Alternative dazu, ha? LaVou-Streaming? So Leute, wir reagieren jetzt hier auf das Video von mir. Ich weiß nicht, ob ich mich weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, ja, keine Ahnung. Hört sich irgendwie unlogisch. Standardskill unterstützt Orange Morange. Ich habe das Gefühl, dass viele anfangen zu sagen, ja, Orange Morange ist doch nicht so schlimm. Eigentlich das ist auch ein korrekter Typ und so. Aber ich finde, also meiner Meinung nach, ich sympathisiere nicht mit Skurrus und Orange Morange jetzt abseits von diesem ganzen Casino-Ding. Ich sehe immer wieder Tweets von denen auf Twitter, wo sie, ja, entweder hetzen oder querfeindliche Takes bringen. Und das ist so etwas, ja, das finde ich einfach wack. Ich finde das wirklich, wirklich wack, ihre Ansichten. Ja, es gibt ja auch noch dieses Video. Wenn du es für Geld machen würdest, wäre der Casino-Kick die schon längst angenommen. 8 Millionen habe ich abgelehnt. Übrigens. Ich habe das mal in der Instagram-Story. Ist das gelogen? Ja, natürlich ist das gelogen. Wieso lügt er? Weil die Leute alle lügen. Oder sie wissen es nicht besser. Das ist halt, um sich zu profilieren. Diese Angebote existieren gar nicht. Ich weiß das doch am besten. Die rechnen sich das wahrscheinlich selber auf 2 Jahre. Die Sache ist,
es wird ja immer wieder die Frage gestellt, okay, Vic, jetzt pass mal auf. Pass mal auf, mein lieber heuchlerischer Boy. Wenn du von Online-Casino ein Angebot bekommst, 1 Million Euro. Nee, sagen wir 5 Millionen Euro. Sagen wir 5 Millionen Euro. Und dann müsstest du deswegen Online-Casino streamen. Book of Rye jeden Tag. Das würdest du doch safe machen. Als ob du 5 Millionen Euro abschlägst. Aber jetzt kommt's. Ich würde es abschlagen. Und ich weiß, viele werden jetzt sagen, als ob, halt dein Maul, würdest du nicht. Aber ich würde es machen. Einfach aus dem Grund, mir geht es ja gut. Mir geht es ja finanziell gut. So, mein Lebensstandard oder wie ich mein Leben gestalte, würde mit diesen 5 Millionen nicht großartig anders aussehen. Ich würde mir nicht eine größere Wohnung kaufen oder noch teureres Auto oder was auch immer so. Ich bin ja, also mein Lebensstandard ist ja gut genug. Und ich würde das auch nicht großartig verändern. Aber der Nachteil ist, selbst wenn ich diese 5 Millionen Euro habe, dann verdiene ich Geld mit Blutgeld, zerstöre meine Reputation und mache Sachen, die ich persönlich mit meiner Moral einfach nicht vereinbaren kann. Aber aus einer Perspektive, wo du wirklich sowieso kurz davor bist, alles zu verlieren, genauso wie deine Familie, dann würde ich es ein bisschen nachvollziehen. So, das würde ich gar nicht judgen. Also ich würde es unmoralisch finden, aber ich würde die Person nicht judgen. Ach, hoch oder hast du nicht gesehen und sagen dann dazu irgendwas. Aber so arbeitet das Casino nicht. Das ist halt völliger Blödsinn. Aber ich nehme es den Leuten nicht übel. Immerhin gibt es solche Deals ja wirklich. Na, es wird gerade spekuliert, ob nicht sogar Trimax von Join über 8 bis 10 Millionen Euro bekommen hat und Ende des Jahres dann dort streamen wird. Ob das stimmt oder nicht, keine Ahnung. Aber ob das eine Sinnhaftigkeit hat, das kann man auch rausfinden. Und zwar mit solchen Webseiten wie Streamcharts. Weil da kann man halt zum Beispiel ablesen, yo, seitdem es Kick gibt, gibt es dort einen Aufwärtstrend. Das wundert, glaube ich, niemanden. Es waren ja von Anfang an schon große Streamer dort, wie zum Beispiel Trainwreck, der wie gesagt Anteile an Kick hat. Aber dann ist zum Beispiel Adin Ross gekommen, der angeblich... Das war unter Verboten. Also versteht mich nicht falsch, ich habe nichts dagegen, wenn man privat für sich Glücksspiele spielt. Also ich kenne auch ein paar Leute privat, die hin und wieder mal Book of Ra spielen oder irgendwelche Slots. So, ist ja nichts dabei. Aber ich finde, das ist schon ein Unterschied, wenn du das privat für dich machst und wenn du das kontrollieren kannst. Oder ob du das bewirbst und in Kauf nimmst, dass viele dadurch süchtig werden können. 50 Millionen Dollar pro Jahr bekommt dafür, dass er auf Ding streamt, ne? Also hat sich Kick gedacht, yo, fuck it, so, wir machen einfach weiter, genauso wie wir angefangen haben. Und jetzt haben sie ja im Juni mit XQC und Amaranth zwei riesengroße Aale wieder an Land gezogen, wie Fischer. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, da stimmt doch was nicht. Wenn wir doch mal auf das geplante Creator-Programm schauen, steht ganz unten, Kick.com könnte Millionen von Dollar ausgeben, um ausschließlich große Streamer zu akquirieren. Stattdessen entscheiden wir uns dafür, in alle Streamer zu investieren. Neben dem Creator-Programm wird Kick.com Partner mit Werbetreibenden, die Einnahmen generieren werden. Das ist, by the way, das gleiche, was oben steht. Ne? Twitch ignoriert kleine und mittelgroße Streamer und gibt sein Budget über riesige bezahlte Verträge an eine ausgewählte kleine Gruppe weiter. Das ist faktisch das. Und ich weiß halt jetzt nicht, ob Kick einen kompletten 180 hingelegt hat und das Budget jetzt doch für große Streamer rausballert. Warum ist Kaiser jetzt auf einmal eine Paid-Figur? Das Ding ist immer noch in Planung und sie haben einfach mörder viel Kohle. Aber ich glaube, es ist fair zu sagen, dass sie einfach das machen, was halt gerade im Moment am besten funktioniert. Die eigentliche Frage ist aber jetzt, hat das eigentlich eine Auswirkung auf Twitch? Ich hätte das Re-Rap nicht gedacht. Ja, aber Twitch hat sogar, seitdem es Kick.com gibt, ihre durchschnittliche Zuschauerzahl erhöht, was crazy ist so. Ich meine, ja, es ist irgendwo unfair, das zu vergleichen, aber eine bessere Metric haben wir nicht. Und Twitch hat immer noch 16 Mal so viel durchschnittliche Zuschauer wie Kick.com in ihrem besten Monat. Was, by the way, nicht heißt, dass Kick nicht unglaublich viel Gas gibt und eine riesengroße Konkurrenz für Twitch werden wird in 1 bis 2 Jahren, hundertprozentig. Aber das ist halt das Witzige dann, ne? Das ist wie damals, als Ninja zum Mixer gewechselt ist. Der größte Streamer auf einer Plattform ist auf eine andere Plattform rübergegangen und Mixer ist komplett gefailed. Du kannst also, und das ist klar ersichtlich an den Zahlen von Kick, Traction aufbauen und das sehr schnell und sehr effizient, wenn du dir große Namen auf die Plattform holst. Also ja, ich bin kein Fan von Kick, ja, aber vielleicht übt das ja ein bisschen Druck auf Twitch aus und so und mal schauen, was in 3 Monaten wieder so los ist, ne? By the way, ich bleib auf Twitch, also ihr könnt mir gerne reinfolgen. Freunde, lasst mich wie immer gerne wissen, was ihr von dem Thema haltet. Ich habe das Gefühl, wir haben in letzter Zeit häufiger so Situationen, okay, das eine fällt komplett, dann nehmen wir doch mal das andere und ich bin zwar kein Fan davon, aber hoffentlich kann es dem, also, ne, wachen die Ersten auf, in Anführungsstrichen, wenn ihr die Anspielung versteht. So, ja, gutes Video auf jeden Fall. Ich meine, wir sind ja so ein bisschen, naja, ich bin jetzt nicht komplett auf den Videoinhalt eingegangen, weil ich sehr viel meine eigenen Worte gefunden habe zu dem Thema Kick, da ich einfach das Bedürfnis hatte, mal so ein bisschen über Kick zu reden. Also mein Fazit ist, ich verurteile niemanden, der anfängt, auf Kick zu streamen. Aber ich persönlich habe für mich entschieden, ich möchte das nicht machen. Also vorerst nicht machen. Ich möchte da einfach kein Online-Casino unterstützen. So, wisst ihr, wie ich meine? Es fühlt sich halt irgendwie wack an. Ja,